Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michael Hirz. Denkt man in diesen Tagen an Deutschland, fällt einem der Text eines ansonsten eher unerheblichen Schlagers ein. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Krisen, Konflikte, Massenarbeitslosigkeit, ja, die gibt es rundum, aber doch nicht bei uns. Doch, da scheint sich etwas zu ändern. Die Konjunktur schwächelt, die Exporte brechen ein, die Börsen reagieren nervös, der Euro wird immer weniger wert und die Spargroschen fürs Alter, sie schrumpfen bei Nullzinsen so vor sich hin. Gleichzeitig erleben wir bei den Steuereinnahmen, dass die Prognosen zu optimistisch waren. Es wird deutlich weniger in den Staatskassen klingeln als bisher erwartet. Dann entziehen sich, das mussten wir gerade in diesen Tagen erfahren, klotzig verdienende multinationale Konzerne der Steuerehrlichkeit, der gerechten Besteuerung, und zwar das auch noch mit Hilfe unserer EU-Partner. Und zu allem Überfluss und zum allgemeinen Verdruss streiken immer mal wieder Lokführer und Piloten. Damit begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Ja, wie robust ist Deutschlands Wirtschaft? Klar ist, unser Land steckt in einem Stresstest zwischen Streik und Rezessionsangst. Ist die Lage besser als die Stimmung oder ist es vielleicht umgekehrt? Darüber wollen wir heute bei Unter den Linden sprechen. Und ich begrüße als Gäste Michael Fuchs. Er ist Fraktionsvize der Union im Deutschen Bundestag. Willkommen. Guten Abend. Und bei uns ist Dietmar Bartsch. Er ist gewissermaßen das Pendant von Michael Fuchs auf der Seite der Linkspartei. Er ist Fraktionsvize der Linken im Deutschen Bundestag. Willkommen auch Sie. Genau. Herr Fuchs, die Nachrichten, die wir so im Augenblick hören über schrumpfende Steuereinnahmen und schwächelnde Konjunktur, wie ernst muss man das nehmen? Naja, also Sie haben das ein bisschen sehr pessimistisch dargestellt in Ihrem Eingangsstatement. Ich finde, die Situation ist eigentlich für uns nach wie vor erfreulich. Wollen wir mal festhalten, wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, seit 25 Jahren, gestern genau 25 Jahre, haben wir noch nie so eine niedrige Arbeitslosigkeit gehabt. Wir haben in vielen Bereichen Deutschlands, beispielsweise bei mir zu Hause in meinem Wahlkreis, de facto keine Jugendarbeitslosigkeit mehr. Wenn ich nur mal an unsere Nachbarländer denke, Frankreich 20%, Spanien 40% etc., grausame Zahlen, das ist alles bei uns nicht der Fall. Wir werden nächstes Jahr zum ersten Mal seit 46 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt haben. Eine tolle Leistung dieser Bundesregierung. Und ich muss sagen, das sind einfach so positive Dinge, dass man von einer Krise momentan nicht reden kann. Natürlich haben wir es nicht einfach. Wir haben eine Reihe von Faktoren außerhalb von Deutschland, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Es geht Frankreich nicht gut, es geht Italien nicht gut, sind unsere wichtigsten Exportmärkte, da haben wir Probleme. Wir haben die große Krise in der Ukraine mit Russland, das ist nicht ausgestanden. Die deutsche Wirtschaft leidet darunter und ich finde die Solidarität, die deutsche Wirtschaft mit der Politik zeigt, indem man gesagt hat, Völkerrecht geht vor Wirtschaftsinteressen, das finde ich schon sehr enorm und immer wieder lobenswert. Wir haben die Krise im Bereich Mittelost, also ISIS als Stichwort, Irak, Iran. Wir haben in Afrika die Ebola-Krise. Alles das sind natürlich Faktoren, die die deutsche Wirtschaft belasten. Dennoch haben wir Wachstum. Wir werden dieses Jahr nicht 1,8, sondern 1,3% Wachstum haben. Aber ich will die Zahl mal ein bisschen relativieren. Das sind dann immer weit über 30 Milliarden Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wenn Sie sehen, dass jetzt, es kann natürlich sein, dass das da nicht mehr weniger. Das andere jetzt Faktoren schon, auch noch eine Rolle spielen. Das ist eingefahren. Aber Ihre Aussage ist, schon ist da. So also das sieht es gut nicht. Aus. Es gibt und wir werden auch nächstes Jahr Wachstum haben. Ja. Wir werden auch nächstes Jahr keine steigende Arbeitslosigkeit haben. Das ist alles positiv. Wir müssen allerdings jetzt darauf achten, dass wir keine zusätzlichen Belastungen für die Wirtschaft machen. Denn das ist ein Risiko, was ich sehe. Aber wir arbeiten ja dran. Die Kanzlerin hat das sehr deutlich gemacht. Herr Bartsch, ist die Lage tatsächlich so wie gerade geschildert? Das heißt, also man muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Das waren ja wir sind alles auf einem guten Weg.
und diese Argumente abgesichert durch die Zahlen, die Herr Fuchs jetzt genannt hat? Na, ich würde es deutlich differenzierter sehen. Natürlich kommt es immer auf den Maßstab an. Und eins stimmt ja, wenn wir uns mit Mali oder Burkina Faso vergleichen oder auch mit Griechenland, geht es uns natürlich ganz hervorragend. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem bleibt eben auch festzustellen. Das können wir auch mit Frankreich machen, das ist auch kein Problem. Auch mit anderen Ländern machen, das ist zweifelsfrei so, dass es uns da vergleichsweise gut geht. Wir müssen auch fragen, warum es uns so gut geht. Hat das vielleicht die europäische Situation auch mit uns zu tun? Aber das will ich zunächst weglassen. Es bleibt aber auch schlichte Wahrheit, dass wir weiterhin 2,9 Millionen Arbeitslose haben, davon 1 Million Langzeitarbeitslose. Wir haben 500.000 Rentnerinnen und Rentner, die von Sozialleistungen abhängig sind und so weiter und so fort. Mich stören zwei Dinge. Das eine ist die extrem auseinanderdriftende Einkommens- und Vermögensentwicklung in Deutschland. Und zweitens, das hat Herr Fuchs nun gar nicht reflektiert, dass wir natürlich deftige Eintrübung haben. Also es sind eben Zahlen, dass die Prognose des Wirtschaftswachstums zurückgeht. Es ist eine Prognose, dass die Steuerschätzung sagt, wir werden weniger Steuereinnahmen haben. Aber immer noch mehr, immer steigen. Aber Herr Fuchs, das wissen Sie doch, seit Existenz der Bundesrepublik sind mit 2 Jahren Ausnahme die Steuereinnahmen immer höher geworden. Das hat etwas mit Wachstum zu tun, hat im Übrigen auch etwas mit Inflation zu tun. Selbstverständlich auch im übernächsten Inflation Jahr. Ist ja momentan nicht Ihnen da. Ich kann Ihnen jetzt mal prognostizieren, dass wir im Jahr 2016 höhere Einnahmen haben als 2015. Sagt auch die Steuerprognose jetzt schon. Das ist erstmal nichts Überraschendes. Die Frage ist ja, inwieweit das wirklich den Menschen auch zugutekommt, inwieweit die Aufgaben, die stehen, wirklich wahrgenommen werden können. Und da sage ich, da gibt es im Moment eine Situation, Sie werden nicht leugnen, Wirtschaftswachstumsprognose ist zurückgegangen, der IFO-Geschäftsklimaindex, der andere vielleicht auch, aber noch nicht den, ich meine jetzt natürlich den Geschäftsklimaindex, der ist deutlich eingetrübt, die Steuereinnahmen gehen zurück und ich könnte weitere Indikatoren sagen. Woran liegt das denn, dass die Steuereinnahmen jetzt zurückgehen? Also, dass die Schätzung korrigiert worden ist nach unten, über 6 Milliarden das weniger, das ist ja schon mal ein Pappenstiel. Ja, das hat vor allen Dingen mit der Reduktion des Wirtschaftswachstums zu tun, dass jeder Zehntelpunkt kostet da real Geld. Und dann gibt es diverse weitere Faktoren. Das ist ja eine Institution, diese Gruppe der Steuerschätzer, die sich dann Tage zurückzieht und das prognostiziert. Ach, für Bund. Kriegen wir neue Zahlen. Wir haben gerade neue gekriegt. Die waren aber besser, als das der Bundesfinanzminister erwartet hat. Ja, deswegen haben wir ja ab 2016 noch. Wissen Sie, Herr Fuchs, das Problem ist doch Folgendes. Wir haben seit der letzten Steuerschätzung eine Verschlechterung in allen Indikatoren. Und das Kuriose ist, dass die Bundesregierung eigentlich meint, wir können alles so lassen. Das ist genau das, was wir kritisieren. Die Große Koalition hat in den Kernfragen keine wirklichen Reformvorhaben da, wo man etwas tun müsste. Jetzt könnte ich Ihnen die ganze Palette aufzählen. Und deswegen, wenn man denn sieht, dass dunkle Wolken am Horizont sind, und das sagen ja sogar Mitglieder Ihrer Fraktion, dann muss man handeln. Und ein Punkt ist zum Beispiel der, das finde ich, Herr Schäuble kündigt jetzt an, dass in 2 Jahren eine kleine Zulage bei Investitionen geschehen muss. Wir haben eine ganz schwierige Situation, was unsere Straßen, was unsere Brücken, was unsere digitale Infrastruktur, ja, auf 3 Jahre gestreckt. Also 3,3 Milliarden. Das ist sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Das DIW ist ja wahrhaftig nicht linkslastig. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, dass die marode Infrastruktur den Standort Deutschland gefährdet. Das ist keine linke Position. Wenn das denn so ist, muss man mehr investieren. Ich sage nochmal, digitale Infrastruktur, ein ganz wichtiger Punkt für Deutschland. Es gibt viele andere Bereiche. Und deswegen sage ich, nein, es ist so, dass wir diverse Probleme haben und die müssen angegangen werden. Und das größte Problem will ich nochmal wiederholen. Sagen Sie das, mag sein, dass es bei Ihnen in Rheinland-Pfalz anders ist. Ich kann aus meinem Bundesland sagen, dass wir weiterhin auch Regionen haben und Städte haben mit fast 20% Arbeitslosigkeit. Das ist ein Problem, wo wir etwas tun müssen. Deshalb mit dem Durchschnitt ist es immer so eine Sache, das auseinanderdriftende Einkommen und Vermögen in Deutschland. Das ist das schwerwiegendste Problem, auch was wir haben. Das stimmt nicht, denn Sie haben mitbekommen, bin ich hundertprozentig sicher, sonst gebe ich Ihnen morgen die Statistik nach, dass gerade das sich in den letzten Jahren verändert hat. Dass das eben nicht mehr so weiterläuft, dass es auseinanderdriftet. Das ist nämlich genau in den letzten 3 Jahren total anders gelaufen, als Sie es jetzt gerade darstellen. Das wollen wir einfach sagen. Ich bin gerne bereit, Ihnen morgen die Statistik rüberzureichen. Es gibt Studien, die beides belegen, glaube ich. Ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter. Ihre Haltungen sind jeweils klar. Sie sagen, die Schere geht auseinander. Sie sagen, die hat sich auch dank der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre eher
geschlossen oder ist wieder zusammengeführt worden. Es ist ja Gott sei Dank so, dass die Löhne in den letzten Jahren doch deutlich stärker gestiegen sind, als es in den 10 Jahren vorher der Fall war. Ja, ich würde gerne auch, also da muss ich jetzt doch mal widersprechen. Also wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut in Deutschland, die Lohnentwicklung in Deutschland seit 2002, Ich habe ja von den letzten 3 Jahren gesprochen, ja, Herr Bartsch. 2002 bis heute, um das nochmal klar zu sagen, sind die Löhne also ungefähr im 0-Komma-Bereich alle diese Jahre zusammengestiegen. Das sind über 10 Jahre. Und das ist eben verdammt wenig. Dass es in den letzten 2 Jahren dank der Aktivitäten der Gewerkschaften wenigstens ein bisschen dazu gegeben hat. Das war aber dringend notwendig, wenn ich mir auf der anderen Seite die Rendite und die Profite der großen Unternehmen angeschaut habe. Da ging es eben richtig nach oben. Das muss man einfach mal sagen. Die Einkommen aus Vermögen, die sind eben deutlich gestiegen, die aus Arbeitseinkommen sind es eben nicht. Das ist ein Problem in Deutschland. Wir werden da gleich sicher noch mal drauf zurückkommen. Aber ich würde gerne auf einen Punkt kommen, Steuereinnahmen. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen erfahren, dass sich große, gut verdienende multinationale Konzerne der gerechten Besteuerung entzogen haben. Auf, das muss man noch mal festhalten, vermutlich legale Art und Weise. Das waren Schlupflöcher in den Gesetzen, die aber eben klug von den Unternehmen ausgenutzt wurden. Hat Sie das überrascht? Es gab ja immer das, Vermutung, dass Luxemburg, Niederlande, auch Irland besondere Bedingungen geschaffen haben. Aber in dem Ausmaß ist es doch offensichtlich Also erstens ist das höchst ärgerlich. Aber das sind dann Fehler, die die Finanzminister, das ist ja nicht nur der Deutsche, gemacht haben, indem sie hingegangen sind und haben Möglichkeiten offen gelassen oder beziehungsweise Schlupflöcher nicht zugemacht. Die Firmen haben sich legal verhalten. Im Prinzip müssen die sich ja sogar so verhalten, wenn ein CEO das nicht wahrnimmt. Dann kann man dem ja vorwerfen, dass er ihre Aktionäre verwalten exakt, und mehren soll. Natürlich, weil sie, wenn er das falsch macht, dann kann man den ja sogar auf der, und das passiert ja auf Mitgliederversammlungen, auf HVs passiert das ja, dass sie angegriffen werden, weil sie bestimmte Regelungen nicht ausgenutzt haben. Aber es bleibt ja ein Skandal. Aber es ist natürlich ein Skandal. Und genau das hat Wolfgang Schäuble jetzt hinbekommen, indem er 50 Länder an einen Tisch bekommen hat. Das war ja vor ein paar Tagen. Und hat dafür gesorgt, dass wir jetzt gleiche Besteuerungsverhältnisse in diesen Ländern machen. Es ist ein Skandal, dass in Luxemburg Möglichkeiten geschaffen wurden. Das war ja schon fast das Geschäftsmodell von Luxemburg. Es ist auch ein Skandal, dass im Prinzip in Österreich fast die gleichen Verhältnisse in der Besteuerung waren wie in der Schweiz. Das wird jetzt verändert. Gott sei Dank hat Wolfgang Schäuble es fertiggebracht, dass diese Schlupflöcher der Reihe nach zugemacht werden. Das ist notwendig, denn es kann nicht sein, dass sich auf diese Art clevere Firmen, die clevere Anwälte haben, die clevere Steuerberater haben, etc., aus der Besteuerung verabschieden. Legal aus der Besteuerung verabschieden, während andere Firmen die Möglichkeiten gar nicht haben. Und das ärgert mich schon ganz gewaltig. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass wir die wesentlichen Türen zugemacht haben, dass dann also auch eine Besteuerung möglich wird und dass die Firmen vernünftig zur Steuer herangezogen werden. Das halte ich für völlig also, richtig. Halten Sie das für realistisch? Ich finde das also alles sehr, sehr freundlich dargestellt. Erstens will ich deutlich widersprechen, es kann nicht so sein, es kann nicht der Maßstab sein, insbesondere nicht der Politik, dass ausschließlich die Verwertungsbedingungen angeschaut werden. Schauen Sie sich die Landesbanken an. Es gibt diejenigen, die alles mitgemacht haben, die sind alle in die Schieflage gekommen. Es gibt auch welche, die nicht alle Möglichkeiten mitgemacht haben. Das hat sich im Nachhinein ausgezahlt. Und was dort in Luxemburg abgelaufen ist, und will ich es auch mal deutlich sagen, unter der Hoheit von Herrn Juncker, der hat das alles befördert und angeregt. Normalerweise müsste der sofort den nächsten Tag zurücktreten. Das wäre richtig. Es ist skandalös, wie hier einige wenige Großkonzerne, fragen Sie mal die Mittelständler, die können diese Möglichkeiten de facto überhaupt nicht wahrnehmen. Es sind Großkonzerne, die diese Schlupflöcher nutzen. Und dass derjenige jetzt Europa anführt, ist skandalös. Normalerweise müssten alle Länder aufschreien und sagen, das mit Juncker geht eigentlich nicht weiter. Wie kann man sich nur hinstellen und dann sagen, man ist überzeugter Europäer, wenn man hier nur den Profiten von Großkonzernen verpflichtet ist. Also ich finde, dass einen solchen unmöglichen Vorgang, dass man gar nicht laut genug schreien kann, ich freue mich ja, dass Sie das auch so sehen und sagen, das geht überhaupt nicht. Aber dann muss es auch Konsequenzen geben. In Luxemburg, da sagt die Regierung das selbst, sie wollen das jetzt schließen. Gott sei Dank. Und ja, das ist ja dieses Abkommen, was Schäuble letzte Woche rausgegangen ist. Aber das ist doch Bankenunion. Aber Herr Fuchs, das ist doch ein bisschen was anderes. Beides gehört zusammen. Das ist doch ein bisschen was anderes. Was die Bankenunion betrifft, ist das Schlimme, dass zum Beispiel die USA noch nicht dabei ist, dass die Schweiz nicht dabei ist, dass zum Beispiel ein Land wie Panama gar nicht dabei sein will. Das ist doch völlig klar, dass genau das dann als Löcher genutzt wird. Ich finde es richtig, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber jeder weiß doch, dass diese Summen, die da jetzt von den Banken zurückgelegt werden, nicht annähernd ausreichend sind. Und es gibt einen ganz großen Skandal. Aus deutscher Sicht, den muss ich erwähnen, dass eben die Sparkassen und die Volksbanken, die nichts mit dieser Finanzkrise zu tun hatten,
dass die auch verdammt werden, dort einzuzahlen. Und für die eine oder andere Sparkasse wird das ein Problem. Natürlich müssen sie einzahlen. Es müssen nur die Sparkassen einzahlen wegen ihrer Bilanzsumme, aber selbstverständlich. Ja, die Kölner beispielsweise, die nicht riesig, nur die Kölner, ich kann daneben, nennen. Die riesig daneben liegt. Ich würde gerne noch mal bei dem, ich würde noch mal gerne also, bei dem ist ja nicht so, als wenn die Sparkassen nicht daran beteiligt gewesen. Ich würde gerne noch mal und wer sind die Landesbanken? Die gehören den Sparkassen. Die haben doch die größten Fehler gemacht. Entschuldigung, aber das müssen ja einige abwickeln, womit die WestLB. Wir sollen hier dem Moderator, wir sind vorbildliche Diskutanten. Gut, danke schön. Wenn er nicht mehr weiter weiß. Nein, ich hier sofort, also ich mache sofort auf diesen Sektor weiter. Nein. Das, also jetzt muss ich ihn mal in Schutz nehmen. Das war einfach irgendwie ein Akt von Disziplin, der da gerade gewaltet hat. Nein, aber ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt Luxemburg zurückkommen. Das ist etwas, was die Menschen ja tatsächlich beunruhigt. Sie haben es gesagt, ich glaube, da sind Sie sich auch einig. Es kann nicht sein, dass jeder Handwerksbetrieb, jeder Mensch, der einer Betätigung hier in diesem Land nachgeht, ehrlich Steuern zahlen muss, auch häufig gar keine Gestaltungsmöglichkeiten hat, während dann Firmen wie Amazon, aber auch Deutsche Bank und Danone und wie sie alle heißen, sich der Besteuerung entziehen. Jetzt ist ja die Europäische Kommission da in der Pflicht, aktiv zu werden. Sie muss das untersuchen. Wie glaubwürdig kann sie das tun mit einem Jean-Claude Juncker an der Spitze, der 19 Jahre lang ja der Regierungschef und Finanzminister Luxemburgs war und in dessen Zeit ja gefallen ist, diese Möglichkeiten, die geschaffen worden sind für die multinationalen Konzerne? Kriegt man das, kann man das hinkriegen? Also ich gehe mal davon aus, dass Juncker die Zeichen der Zeit erkannt hat und dass er weiß, dass er da reagieren muss. Er hat das ja auch sehr deutlich gesagt, dass er reagieren wird. Und der für den Finanzsektor zuständige Kommissar wird sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich möchte eine Besteuerung haben, die diese Exzesse verhindert. Wobei man immer wieder sagen muss, es war ja legal. Die Firmen haben legal gehandelt. Die haben nicht irgendetwas Illegales gemacht. Da wäre ich nicht so ein bisschen. Aber es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn einige die Möglichkeiten haben und die anderen können das nicht, weil sie keine Steuern zahlen. Ja, natürlich. Dass wir damit Gemeinschaftsaufgaben, die notwendig sind. Ich bin mit Herrn Bartsch da einig. Da gibt es keine Diskussion drüber. Nur die Problematik ist die, wollen wir jetzt ausreden? Also das hatten wir doch gerade eben besprochen. Selbstverständlich. Wenn das nicht möglich ist, dass oder wir müssen verhindern, die Politik muss verhindern, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden. Und das ist höchst ärgerlich, dass es sowas gegeben hat. Aber es ist nicht nur Luxemburg, sondern es sind mehrere Länder in Europa gewesen. Herr Bartsch hat recht, das ist Panama oder sowas. Aber wie wollen Sie die dazu kriegen, wenn Sie es nicht machen? Wollen Sie da einmarschieren oder was wollen Sie machen? Aber Moment, das sind ja eine ganze Reihe von Ländern und Cayman Island und all die. Die Niederlande spielen ja da auch eine Rolle. Ja. Und zwar keine unerhebliche über die niederländischen Antillen etc. Richtig. Ist es ja auch gelaufen. Dieses muss jetzt kaputt gemacht werden. Der Unterschied ist da sind uns ja die EU-Staaten näher erstmal als Panama. Man müsste ja erstmal sehen, dass man sozusagen im eigenen Umfeld das passiert. Und da sind Sie auch optimistisch, dass man diese Lücken schließt. Also ich sag mal, ich gehe davon aus, dass die Länder erkannt haben, dass das so nicht weitergehen kann und dass nicht irgendwelche Großkonzerne über clevere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die großen internationalen Konzerne, die da tätig sind, Ausweichmöglichkeiten sich schaffen für die Steuern. Das wird vermutlich verhinderbar sein, da müssen aber alle mitspielen. Ich weiß, dass Wolfgang Schäuble mit seinen Finanzministerkollegen auf diesem Sektor sehr intensiv unterwegs ist und ich gehe mal davon aus, er ist clever genug und erfahren genug und auch einer, der die Reputation dafür hat, dass das in Europa gelingen wird. Aber das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Er hat vollkommen recht. Es gibt immer noch Länder in der Welt, die das anders machen. Nur man kann zumindest mal, wenn wir Europa ausgetrocknet haben, die Möglichkeit schaffen, dass aus Europa sowas nicht gemacht werden kann. Das muss dann außerhalb von Europa stattfinden. Und wenn Europa da mit einer Zunge spricht und eine gemeinsame Position hat, wäre es ja möglich, auch auf andere Regionen der Welt vielleicht Einfluss zu nehmen. Wichtig wäre es ja erstmal, dass Europa da zusammenkommt. Ich glaube, dass man da doch deutlich grundsätzlich herangehen muss. Zunächst mal, Fuchs hat jetzt erstmal gesagt, das ist alles völlig legal gewesen. Ich möchte gerne, dass er recht hat und dass das aber präzise untersucht wird. Und deswegen muss das, ist eine ganz klare Aufgabe jetzt auch auf europäischer Ebene, muss das untersucht werden, was ist dort gelaufen und wer trägt die Verantwortung. Und sollte es so sein, wie Sie es jetzt darstellen, ich sage das nochmal, dann ist Herr Juncker der falsche Mann auf diesem Platz, weil man kann nicht so diskreditiert letztlich der Chef Europas sein. Das ist meine feste Überzeugung. Aber Sie sagen,
die Untersuchung soll geführt werden. Und wenn das Ergebnis ist, dass er da sich fehlverhalten hat... Wenn er der Verantwortliche ist, dann muss es doch Schlussfolgerung sein. Aber Sie sagen, die Untersuchung kann unter seiner Führung stattfinden. Die Untersuchung muss in der Hoheit Europas laufen. Dass er dort sich hoffentlich als befangen erklärt, davon gehe ich mal aus. Das heißt, es müssen dann einen Sonderermittler geben. Selbstverständlich muss es einen Sonderermittler geben. Das kann er nicht selber machen. Also wo ist es so? Das wird er sowieso nicht so. So, das muss untersucht werden. Und dann brauchen wir wirklich ein grundsätzlicheres Herangehen. Völlig richtig ist ja, dass es nur wenige gibt, die diese Schlupflöcher nutzen können. Es gibt nur wenige, die überhaupt über derartige Vermögen und Ähnliches verfügen. Und ich freue mich ja, dass Herr Fuchs sagt, wir müssen endlich regulieren. Das ist ja eine neue Erkenntnis, finde ich gut. Der Finanzsektor muss endlich reguliert werden. Bisher wird viel darüber geredet. Jetzt ist es so, dass es insbesondere die Kleineren trifft und dass in der reinen Finanzbranche, dort wo das Investmentbanking ist, da ist immer noch dieselbe Situation wie vor 10 Jahren. Und wir haben die das Risiken. Das hat aber jetzt miteinander gar nichts zu tun. Es hat aber schon nichts. Doch, die Regeln, die Regulierung. Hat auch nichts mit Steuerhinterziehung zu tun. Ich sprach über Regulierung der Banken, einer der wichtigsten Punkte. Da sind wir jetzt einen Schritt vorangekommen, indem wir sagen, die Banken müssen in einen Fonds einzahlen, wenn auch viel zu wenig. Das wird letztlich auch nicht reichen, diese 50 Milliarden, die da zustande kommen, wenn wirklich wieder eine Finanzkrise kommt. Trotzdem ist das der richtige Schritt. Und was ein Problem ist, ist, dass am Ende des Tages in den Verträgen eben auch geregelt ist, dass es Ausnahmesituationen geben kann, wie bisher, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wieder zur Kasse gehen. Und das ist ein Riesenproblem. Nein, das wäre ja schön. Die Haftungskaskade. Die Haftungskaskade ist vernünftig. Nur ganz unten steht ein kleines PS. Es kann Situationen geben, die außer Kraft setzt. So, und da sage ich, damit ist eine Tür aufgemacht. Aber das ist jetzt ein Punkt, der wahrscheinlich die Bürgerinnen und Bürger gar nicht vordergründig interessiert. Ich sage ja, bevor diese Möglichkeiten da sind, muss es eine angemessene Besteuerung auch von Banken und Konzernen geben. Wir haben doch jetzt die Situation, dass zum Beispiel die Kapitalertragssteuer erhöht werden sollte. Wir alle zahlen auf unsere Lohnsteuern viel mehr Geld als die Unternehmen und Konzerne. Das sollte man verändern. Da war ja früher Herr Steinbrück, der gesagt hat, lieber 25 von X als 45 von nix. Genau. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man dort jetzt dahin kommt, dass es nicht diese ungleichen Besteuerungen gibt. Und viele andere Punkte mehr. Wenn Finanztransaktionssteuer in Kraft gesetzt werden würde, wo jetzt Herr Schäuble ja auch angeblich dafür eintritt, und, würden wir diese Probleme nicht haben. Man muss denen die Chance nehmen, mit unserem Geld, was teuer erarbeitet worden ist, zu spekulieren und letztlich illegale oder wegen meiner legale Schlupflöcher zu nutzen. Das kann nicht sein. Denn da geht das immer so weiter, während an anderer Stelle die Leute eben wirklich Probleme haben, wenn das Monatsende naht. Ist da in der Vergangenheit auch was versäumt worden? Ich hatte heute gelesen, was mich auch sehr überrascht hat, dass Portugal ja irgendwie ein schwieriger Kandidat im Euro-Geleitzug und auch von unserer Hilfe und Solidarität abhängig, auch von der Hilfe deutscher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass dort 17 der 20 größten Unternehmen, die dort arbeiten, dort ihr Geld verdienen, diese Steuerschlupflöcher genutzt haben und damit eigentlich dem portugiesischen Staat, der portugiesischen Bevölkerung, ja die Mittel entzogen haben, die jetzt möglicherweise anderswo bereitgestellt werden müssen, nicht zuletzt von uns. Ich kenne jetzt diesen portugiesischen Fall nicht, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich meine, die Firmen, die Länder haben halt auch die Fehler gemacht. In Griechenland ist das noch viel schlimmer. In Griechenland haben die großen Firmen überhaupt nichts gezahlt und zahlen bis heute nichts. Richtig. Weil die gar nicht in der Lage sind, überhaupt ein Steuersystem zu haben, wo sie die in entsprechender Weise auch kontrollieren können. Die haben keine Finanzverwaltung. Wir haben ja schon mal angeboten den Griechen, dass wir ihnen behilflich sind beim Aufbau einer funktionierenden Finanzverwaltung. Bei uns ist das so organisiert, dass die großen Firmen alle permanent geprüft werden und damit auch die Möglichkeiten gar nicht haben. Wir reden immer über den illegalen Bereich, aber in diesen Ländern ist es eben leider nicht so. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen diese Länder große Probleme haben. Machen wir uns nichts vor. Das muss verändert werden, das muss verbessert werden. Könnte das eine heilsame Erkenntnis sein? Ist es mit Sicherheit. Das ist schon eine heilsame Erkenntnis. Es ist ja auch beispielsweise in Irland schon so weit, dass die diese ganzen Fehler, die sie gemacht haben in der Vergangenheit, dabei sind zu korrigieren. Irland wird nächstes Jahr, wenn die Prognosen stimmen, bitte mit aller Vorsicht, immerhin ein Wirtschaftswachstum haben, was bei 4% liegt. Und die sind ja das erste Land, was aus der Krise, aus der Finanzkrise rausgekommen ist. Und die ganzen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um Irland damals zu retten, also 2008, 2009, sind zurückgeführt. Und die sind kein Problem mehr für uns, Gott sei Dank. Und die sind dabei, ihr Finanzwesen komplett zu verändern. Ich hoffe, dass das in den Ländern wie Portugal und Griechenland, aber auch zum Teil in Italien,
genauso funktioniert. Einfach ist das nicht, denn die Verwaltung muss verändert werden in diesen Ländern. Die Verwaltung, die für uns selbstverständlich ist, haben die diese Länder nicht. Nun hat der Vizekanzler dieses Landes, Sigmar Gabriel, SPD-Spitzenpolitiker, gesagt, wenn diese Aktion scheitert, dann scheitert das europäische Projekt. Also wenn es nicht gelingt, da eine Disziplin einziehen zu lassen, die eben die einzelnen Länder darauf verpflichtet, eben solche Steuerschlupflöcher, solche Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr zuzulassen. Sehen Sie das ähnlich? Ist das eine Gefahr für Europa auch, für das gemeinsame Europa? Ja, das ist, solange Europa existiert, eine Gefahr gewesen. Und diese Gefahr besteht ja weiter, wie wir jetzt festgestellt haben. Also wenn das vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, hätte man das ja geleugnet. Ich glaube aber, eine kuriose Situation ist doch die. In Griechenland schaffen wir das, sage ich mal wir in Anführungsstrichen, dafür zu sorgen, dass bei Renten gekürzt wird, dass im öffentlichen Dienst gekürzt wird und so weiter. Dass die Leute, die wirklich für die Krise nur begrenzt was können, heftigst zur Kasse gebeten werden. Bei den Superreichen in diesem Land schaffen wir das nicht. Herr Fuchs sagt völlig zu Recht, denen geht es weiterhin so wie vorher. Und es ist ja das Kuriose, dass 2000 Familien in Griechenland 80% des Vermögens besitzen und da wurde noch nichts gemacht. Aber bei der Masse der Bevölkerung wurde rigoros eingegriffen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist bei 60%. Unser Rezept ist natürlich zum Beispiel, dass man in Griechenland wie in anderen Ländern dort etwas abholt, indem man zum Beispiel eine Millionärsteuer einführt, damit diejenigen, die ja profitiert haben, auch in Griechenland, da ist es ja genauso eine Situation, dass sie Superreiche in dem Land haben, denen nichts passiert ist. Und da ist auf einmal Europa nicht in der Lage, irgendwas hinzukriegen. Wer bei Rentenkürzungen geht das immer, da haben wir doch ein Problem. Und das muss man, man muss wirklich endlich mal auch die Frage stellen, wie kommen wir in den Ländern aus der Krise raus? Denn das ist doch eine der Ursachen, dass bei uns die Probleme größer werden. Natürlich bricht der Export in diese Länder ein. Nun ist Griechenland für uns nicht so bedeutend. Aber Frankreich ist bedeutend. Italien ist bedeutend. Der Export nach Russland ist eingebrochen. Das sind doch Punkte, die auch mit unserem Agieren zu tun haben und wo wir Veränderungen vornehmen müssen. Diese ganze Politik der Haushaltssanierung auf Teufel komm raus, die ist gescheitert. Wir müssen etwas tun, dass Griechenland wieder zu Wachstum kommt. Dass wirklich die europäischen Fonds genutzt werden und so weiter, damit das Land auf die Beine kommt, das heißt, eigene Steuereinnahmen geriert. Natürlich über neue Verschuldung dann auch. Nein, das haben wir doch über Jahrzehnte gemacht und es hat nie was gebracht. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu denjenigen. Wir haben jetzt in Deutschland, nächste Woche werden die Haushaltsberatungen sein, in der nächsten Haushaltsberatung. Da haben wir die komische Situation, die Lage ist schlechter geworden. Herr Fuchs sagt jetzt schon, es wird einen ausgeglichenen Haushalt geben. Ich hätte ja nicht mal was gegen einen ausgeglichenen Haushalt. Es ist ja nicht so, dass die Linke sagt, wir müssen in den Verschuldungsstaat. Das ist ja absurd. Aber zu sagen, wenn wir diese Aufgaben haben, und das gilt für Griechenland auch, dass man dann nicht auf die Idee kommt, bei denjenigen, die so unendlich partizipiert haben, was abzuholen, das ist der Punkt. Und das muss in Griechenland geschehen. Und im Übrigen muss das auch in Deutschland geschehen. Weil dann können wir auch die Aufgaben, die es zweifelsfrei gibt, im Bildungsbereich, bei Investitionen, dann können wir sie lösen. Und wenn wir das dort nicht machen, aber immer bei den Kleinen abkassieren, das heißt, dann machen also wir etwas falsch. Deutschland sollte seinen Einfluss geltend machen und zum Beispiel dafür sorgen, dass die griechische Regierung eine Millionärssteuer zum Beispiel. Unser Vorschlag ist im Übrigen dazu eine private Millionärssteuer. Nur auf Privatvermögen. Wir wollen kein Unternehmen gefährden. Das gilt auch für Griechenland. Aber aufs Privatvermögen eine Steuer zu erheben, das ist doch, schauen Sie, die Verschuldung aller europäischen Länder zusammengenommen. Aller europäischen Länder, die gesamte Verschuldung auf einen Berg. Dieser Berg ist kurioserweise niedriger als das Vermögen aller Vermögensmillionäre in Europa. Komisch, dass dieser Berg größer ist als die Verschuldung. Kann man da nicht etwas dafür sorgen, dass beide etwas kleiner werden? Was ist denn daran so schlimm, wenn bei jemandem, der über eine Million Privatvermögen hat, etwas, da will ja niemand enteignen, nur etwas abgeholt wird? Und zwar in Griechenland, in Deutschland, in Irland und wo auch immer. Und die irische Situation, nur die Bemerkung sei mir gestattet, da ist ja nicht ein Fehlverhalten im Staat Irland gewesen, sondern da haben die Banken dieses Land fast in den Abgrund gezogen. Und die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben das letztlich mit ihren Mitteln haben sie dieses Land gerettet. Das ist eine völlig absurde Situation. Es war kein Cent dahin geflossen, das wissen Sie. Das wollen wir Entschuldigung, wer hat die denn gerettet, die Griechen, die griechischen Banken? Wer hat die denn gerettet? Wir mit entsprechenden Bürgschaften, wir mit entsprechenden Banken. Sie sprachen gerade von Irland, oder sprechen Sie jetzt von Griechenland? Jetzt habe ich eben von Irland gesprochen. Bei Griechenland ist kein Geld hingeflossen? Ich habe von Irland gesprochen. Ja. Und Sie haben von Irland gesprochen, dass da die deutschen Steuerzahler Geld hingezahlt haben. Das ist nicht der Fall. Noch nacheinander, Herr Fuchs, dass Irland in die Situation gekommen ist nicht
der irischen Finanz- oder Wirtschaftspolitik geschuldet, sondern ausschließlich dem Versagen der Banken dort. Das, was hier gefeiert worden ist, die niedrigen Steuern, das ist die Ursache dafür. Und da haben die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über einen Rettungsschirm letztlich dafür. Ja, na, was ist denn das? Gut, aber wir wollen die beiden Sachen doch noch auseinanderhalten, denn die Banken könnten natürlich irgendwie noch beherzter zocken, wenn es die Millionärssteuer gäbe und dann eben auch mehr Geld zum Retten da wäre. Ja? Da muss ich deutlich widersprechen. Dieses Geld soll, ich habe gesagt, eine Millionärssteuer, die dann in den Staatshaushalt kommt, damit die Aufgaben realisiert werden können, die anstehen. Doch nicht, um das zu Banken zu geben. Sogar gegenteilig ist das der Fall. Die Banken müssen über ihren Fonds dafür sorgen, dass eben die nächste Krise nicht wieder zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht. Das ist ja jetzt angegangen worden. Deswegen haben wir diesen Teil auch der Bankenunion, die in der letzten Woche behandelt worden ist, nochmal sauber auseinanderhalten. Ja, sehr einverstanden. Habe ich ja versucht, nochmal darzustellen. Wäre eine europäisch harmonisierte Millionärssteuer ein Weg, um die öffentlichen Haushalte zu sanieren, gleichzeitig natürlich auch zu verhindern mit anderen Maßnahmen, dass sich die Dinge, die zur Finanzkrise geführt haben, nicht wiederholen? In Griechenland erwischen sie diese Millionäre gar nicht, weil die überhaupt nicht mehr in Griechenland residieren und deswegen gar nicht steuerpflichtig sind. Die sitzen irgendwo in der Schweiz oder weiß der Teufel wo, jedenfalls nicht in Griechenland. In Griechenland ist das ist ja das Problem, dass die Griechen kein System haben, um überhaupt an die Steuern, die ihnen hinterzogen werden, heranzukommen. Und da können die eine Millionärssteuer einführen, die führt nur dazu, dass noch mehr sich außerhalb des Landes bewegen. Das ist ja nicht so, als würden die Leute so doof sein und sagen, also ich zahle aber gerne, jetzt liebend gerne hier die Vermögensteuer, die der Herr Bartsch haben will, mit 20% oder sonst was. Jetzt will ich mal was einsagen. Wenn wir in Deutschland eine Vermögensteuer einführen würden, was wir gar nicht können, denn das Bundesverfassungsgericht hat mal den sogenannten Halbteilungsgrundsatz aufgestellt. Das hat gesagt, wenn jemand mehr als die Hälfte an den Staat abliefert, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Das finde ich auch unrichtig. Die Hälfte sollte jemand, der Steuern zahlt, schon behalten dürfen. Und genau das Problem haben wir momentan. Wir können gar keine Vermögensteuer in Deutschland, so wie die Linke das will, einführen. Ich halte es auch nicht für notwendig. Der Staat hat genug Geld. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen darüber nachdenken, ob die Ausgaben, die wir im Staat haben, alle in die richtigen Kanäle reinfließen. Und da muss langfristig drüber nachgedacht werden. Der Haushalt, wir geben beispielsweise für Soziales mehr als die Hälfte, jedes Euro, den der Staat einnimmt, aus. Geben wir zu viel für Soziales aus? Wir geben mehr als die Hälfte dafür aus. Das muss man einfach mal festhalten. Allein der Etat von Frau Nahles, der ist größer als fast alle anderen Etats zusammen. Ja, aber welche Konsequenz ziehen Sie daraus? Da müssen wir gucken, ob das alles richtig ist. Ob die Gelder wirklich in die richtigen Kanäle reinkommen. Das muss man tun. Man muss jede Aufgabenkritik notwendig machen. Ich halte das für richtig, dass wir Ausgabenkritik üben. Dass wir uns viel intensiver mit dem, was der Staat an Steuereinnahmen hat, auseinandersetzen. Und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur im Bund, sondern das gilt natürlich für die Länder und die Kommunen genauso. Da werden Ausgaben gemacht, die man in Frage stellen kann. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung, keine CDU-geführte Landesregierung, hat alleine für den Nürburgring 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Und sie haben für den Flughafen in Zweibrücken 100 Millionen in den Sand gesetzt. Ja, das sind Ausgaben, die meiner Meinung nach nicht notwendig waren. Ich brauche jetzt, und jetzt kommt noch der Gag dazu, ein russischer Oligarch kauft sich den Nürburgring, damit die da ihre Rennen fahren können. Da habe ich nicht wesentliches Verständnis für. Und ich meine, das ist schon ein Punkt, wo man durchaus mal darüber nachdenken kann, ob diese Ausgaben nicht falsch gelaufen sind. Kann man an der Ausgabenseite was tun? Ja, das ist doch völlig unzweifelhaft, dass man an der Ausgabenseite etwas tun kann. Wobei ich widersprechen würde, was das Soziale betrifft. Aber ich könnte Ihnen jetzt, wenn ich den Verteidigungsetat durchgehen würde, eine ganze Menge Punkte sagen, wo ich sage, ob das denn so richtig ist. Der Junge haben wir ja schon heftig runtergefahren. Herr, Entschuldigung, der ist 32 Milliarden, Herr Fuchs, wie Sie wissen. Und das ist damit der zweitgrößte von allen nach Sozialem. Ob das angesichts der Weltlage richtig ist, wage ich zu bezweifeln und würde da gerne dann auf einzelne Projekte gehen. Aber in einem stimme ich zu. Natürlich muss man auch bei den Ausgaben schauen, welche sind angemessen und welche sind nicht angemessen. Nürburgring ist ein Beispiel, Flughafen Zweibrücken. Ich könnte die Palette, gerade weil wir hier in Berlin sind, auch um das eine oder andere oder auch in Hamburg erweitern. Das ist alles bekannt. Da gibt es genügend Beispiele. Da muss man sich anschauen, was der Bundesrechnungshof in seine Berichte schreibt. Da gibt es eine ganze Palette. Da können wir also immer alle sagen. Und das ist im Übrigen nicht mal unbedingt nur an Parteien gebunden, weil Sie jetzt natürlich eine sozialdemokratische Regierung nehmen. Das,
das gibt es leider. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ja, ja, nee, ist ändern. In Ordnung. Ich kann das wir werden das noch nicht mal lange haben. In Mecklenburg-Vorpommern kann nicht so viel Schwachsinn passieren, weil wir haben nur einen Etat von 7 Milliarden und der ist zu 95% so gebunden, dass da kaum was möglich ist. Aber selbst da gibt es Beispiele. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Richtig bei Ausgaben müssen wir gucken und das machen wir im Übrigen auch bei den Haushaltsberatungen, auch im Übrigen sogar alle Parteien. Das ist nicht so, dass das nur die Linke macht. Ich bin allerdings dagegen, bei Soziales zu kürzen aus zwei Gründen. Erstens, auch Sie wissen, dass die große Masse in die Rentenkasse geht. Und zwar zu Recht. Und zwar völlig zu Recht. Weil diejenigen, die heute Renten empfangen, die müssen selbstverständlich aufgrund ihrer Lebensleistung diese Renten haben. Punkt eins. Das zweite ist, wir müssen beim Sozialen ja auch mal beachten, dass viele Leistungen entstehen, weil wie die Politik Fehler gemacht hat. Wenn wir heute Grundsicherung im Alter zahlen müssen, dann hat das etwas damit zu tun, dass viele Leute ein Leben lang nicht gearbeitet haben, in Maßnahmen waren und ähnliches. Also es ist ja häufig nachsorgend. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass dieses genau Altersarmut nicht geschieht. Und der letzte Punkt ist, ich bleibe dabei, dass über Ausgaben allein diese Frage nicht lösbar ist. Da aber CDU, CSU dort jetzt wirklich ideologisch borniert ist und sagt, auf jeden Fall eine schwarze Null, die durchs Land läuft und auf jeden Fall nichts bei Steuern. Dann bleiben natürlich nicht so sehr viele Möglichkeiten. Dann dreht man an der Schraube der Zinsen, da ist eine ganze Menge drin. Deswegen ist das ja auch möglich. Und dann sagt man, wir müssen hier und da uns Schattenhaushalte anlegen mit Soffen und mit Ähnlichem, die einfach nebenbei behandelt werden. Und da sage ich, damit gefährden wir letztlich die Zukunftsfähigkeit des Landes, weil wir das, was notwendig ist, ich sage nochmal, Invest, Bildung, vieles andere mehr, nicht gestalten. Und das wäre notwendig. Ein bisschen Fairness. Sie wissen genau, dass es noch nie einen Etat gegeben hat, wo so viel in Bildung und Forschung investiert wird wie in diesem. 15 Milliarden Euro mehr als in der letzten Legislaturperiode, das ist schon ein Wort. Wir haben den Bildungsetat aber ganz heftig angehoben. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, das wissen Sie, auch die Zahlen kennen Sie ja. Sie haben den Bildungsetat angehoben, das finde ich richtig, aber es ist wahrhaftig noch Wie beim Metzger, es kann immer noch ein bisschen mehr sein. Nein, es ist nicht wie beim Metzger. Gucken Sie sich die Situation in den Schulen, gucken Sie sich die Situation in den Hochschulen an, da haben wir eine ganze Menge Sie wissen Probleme. Doch ganz genau, wer für die Schulen zuständig ist, doch nicht der Bund. Wer finanziert die Schulen, wer hat die Schulsituation zu regeln, das sind die Länder. Dann nicht der Bund. Einem Punkt, die Vermögensteuer geht übrigens auch an die Länder, um das mal kurz zu erwähnen. Bei einem Punkt, nämlich dem Konjunkturprogramm zur Überraschung vieler, hat Wolfgang Schäuble ja gesagt, 10 Milliarden kann er sich vorstellen, dass sie zur Verfügung gestellt werden über 3 Jahre. Okay, das sind über 3 Milliarden pro Jahr. Wie ich gerade gelernt habe, ist das fast die Hälfte des mecklenburgisch-vorpommerschen Jahreshaushalts. Das stimmt. Was kann man mit dem Geld machen? Wäre das auch etwas, was Ihrer Meinung nach den Ländern zugutekommen könnte, unmittelbar? Oder sollte das der Bund in seiner Hand halten? Es sind ja erstmal Einnahmen, die bei Schäuble auflaufen. Ja, also ich finde erstmal, das finde ich wirklich vernünftig, dass endlich über ein Mehr bei Investitionen nachgedacht wird. Da freue ich mich, dass die Anregung, die ich in jeder Haushaltsrede mache, mehr zu investieren, von Herrn Schäuble aufgenommen wird. Wobei ich vermute, dass er es nicht wegen meiner Reden macht. Ich vermute das. Aber man weiß es nicht. Aber jetzt ganz ernsthaft. Wir haben in den Ländern einen Riesenbedarf, aber wir haben auch beim Bund einen Riesenbedarf. Und natürlich scheint es opportun zu sein, zu sagen, viel in die Länder. Das sage ich ausdrücklich nicht. Es gibt diverse Bundesaufgaben, die realisiert werden müssen. Ich will nur auf eines hinweisen. Als es im Jahre 2008 die schwierige Situation der Finanzmarktkrise gab, da wurde auf der Bundesebene entschieden, ein Investprogramm von 50 Milliarden aufzulegen. Dieses war eine der Ursachen, neben anderen Dingen, Abwrackprämie, Kurzarbeitergeld, dass wir so aus der Krise herausgekommen sind. Wir haben das damals unterstützt. Und ich sage, diesen Vergleich ist natürlich dieses 10-Milliarden-Programm wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich würde mir natürlich wünschen, die Situation ist noch völlig anders. Wir wissen gar nicht, wie es in einem halben. Ich würde mir wünschen, dass dort mehr passiert. Ich will jetzt nicht nochmal das DIW zitieren. Aber Fakt ist, dass in diesem Bereich, wir haben seit 10 Jahren, liegen wir 3% unter der durchschnittlichen Investitionsquote Europas. Deutschland liegt darunter. Und das ist immer, wenn wir darüber, ein normales Unternehmen, was weniger investiert, in dieser Situation ist wie Deutschland im Moment, muss nach einigen Jahren Konkurs anmelden. Das ist so. Deswegen ist es notwendig. Das hat der Schäuble erkannt. Und ich hoffe, dass er da noch mehr durchsetzt, dass endlich investiert wird. Und ich sage es nochmal in die Infrastruktur. Ich habe das Stichwort digital. Da machen die 3 Minister, stellen sich dahin, Drobrit, Gabriel und de Maizière, machen ein Programm, wo sich vieles schön liest. Dann kommt die Frage Finanzierung. Ja, das wissen wir noch nicht. Ja, das geht doch nicht. Und wofür sollte
das Konjunkturprogramm genutzt werden, Ihrer Meinung nach? Also ich gehe mal davon aus, dass wir in mehreren Bereichen Dinge anstoßen wollen. Es ist ja so, man kann ja mit einem solchen Konjunkturprogramm auch Anreize zum Investieren bei den Firmen oder bei den, Bürgern erzielen. Ja. Beispiel, konkretes Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Bereich Energieeffizienz was machen. Das hat den Effekt, dass die Bürger Energiekosten sparen. Das hat den Effekt, dass wir unsere Klimaziele leichter erreichen. Und es hat den Effekt, dass zusätzliche Investitionen losgetreten werden. Wenn ich beispielsweise sage, 20% wird gefördert, muss einer die restlichen 80% bezahlen. Die kommen dann aus privaten Geldern dazu. Das können die Firmen machen, das kann der Bürger auch machen. Irgendwie in diese Richtung werden wir jetzt nachdenken. Wir werden uns zusammensetzen. Wir wollen dann natürlich auch über das Thema Infrastruktur nachdenken. Das ist da gebe ich Herrn Bartsch vollkommen recht. Wir müssen auf dem Sektor digitale Wirtschaft was tun. Das ist Industrie 4.0, das ist aber auch Ausbau des Breitbandnetzes. Man muss dann überlegen, ist es sinnvoll, überall Glasfaser hinzulegen oder kann man das mit LTE schneller und billiger erreichen? Also, sagen wir, technologieoffen muss man solche Themen angehen. Wir haben jetzt 1,5 Jahre Zeit. Das muss bis Ende nächsten Jahres alles im Gesetz stehen. Und wir werden 2016 mit diesen Programmen loslegen. Ich finde es prima, dass die Situation, in der sich unser Etat befindet, uns das ermöglicht, ohne dass wir neue Schulden machen. Ich habe es nämlich leid, dass wir die Aufgaben, die wir jetzt nicht machen können, alle unseren Enkeln, Kindern und wem auch immer belasten. Das ist doch eine Politik über Jahre gewesen, so nach dem Motto, Kinder haften für ihre Eltern. Das ist nicht meine Vorstellung. Wir müssen jetzt mit dem Geld, was wir haben, auskommen. Nun geht es den Bundesländern notorisch schlecht. Die jammern auch, vermutlich berechtigt, über ihre Finanzausstattung. Das macht ja nicht jedes Bundesland, sondern nur eins. Finden wir in jedem Bundesland sowas. Aber sollte ein Teil dieser Investitionssumme auch den Ländern zur Verfügung gestellt werden, den Bundesländern? Das ist eine Sache, wir müssen ja sowieso, 2019 wird sich ja die Finanzstruktur in Deutschland verändern. Das führt jetzt zu weit, das zu erklären, weil der Soli läuft 2019 aus, der kann dann nicht mehr verlängert werden. Da müssen wir die Finanzbeziehung Bund-Länder verändern. Das wird mit Sicherheit in den nächsten 2-3 Jahren eines der Großprojekte sein, die wir zu diskutieren haben. Das kann sein, dass das zum Teil an die Länder geht. Wir haben ja als Bund den Ländern schon in vielen Bereichen geholfen. Ich sage mal ein Stichwort. Kita, 4,7 Milliarden haben wir nur für Kitas den Ländern zur Verfügung gestellt. Wir haben auch die Grundsicherung verändert, zu Lasten des Bundes, zugunsten der Länder. Die Länder müssen mit uns in eine Diskussion reinkommen, das wollen wir ja auch. Und diese Diskussion wird jetzt in den nächsten 2-3 Jahren zu führen sein, weil die Länderfinanzbeziehung Bund-Land geändert werden muss. Ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass wirklich bei den Kommunen etwas ankommt. Nun kann der Bund, wieder nicht unser Problem. Ja, der Bund kann zwar nicht direkt finanzieren, das ist wohl wahr, aber dass wir dafür sorgen, zum Beispiel auch über eine kommunale Investitionspauschale, das könnte der Bund sehr wohl. Das ist ein wichtiger Punkt, denn vor Ort ist es immer, Sie haben an einem recht, dass bei den Ländern kann das auch sehr, sehr schief gehen, wo wir alle genügend Beispiele haben. Wenn vor Ort etwas ankommt, ist es in der Regel so, dass es für notwendige Dinge eingesetzt wird. Und die Kommunen sind an vielen Stellen in schwierigen Situationen, was die Finanzen betrifft. Und das wäre die eigentliche Aufgabe, weil Investitionen, die dort ankommen, das war ja der Vorzug des Investitionsprogramms damals, da ist eben wirklich vor Ort für die Handwerkerinnen und Handwerker, nicht für die Großkonzerne, was passiert. Das wäre richtig. Und da sage ich auch ganz deutlich, da können wir jetzt nicht warten bis 2016. Da muss eigentlich jetzt etwas passieren, im nächsten Jahr im Haushalt. Denn das ist eine Versprechung von Herrn Schäuble für das Jahr 2016. Und wir alle haben erlebt, dass man, was in einem Jahr ist, dass wir das alle nicht wissen. Herr Bartsch, die Krisen sind doch schon ein paar Tage im Deutschen Bundestag. Entwickeln so schnell sich, geht es überhaupt nicht. Na doch, das geht aber manchmal sehr schnell. Sie haben ja gesehen, wie das mit den 80 Milliarden damals ging. Das haben Sie doch mitverantwortet. Und wir haben da dem zugestimmt. Das ging von einem Tag letztlich zum anderen, weil die Situation sich so zugespitzt hat. Und Sie haben vorhin auf die Krisen dieser Welt aufmerksam gemacht. Und wir alle wissen überhaupt nicht, ich wünsche mir das alles nicht, ich wünsche mir das Gegenteil, aber wohin sich die Welt im Moment entwickelt, allein der IS-Terror, allein das, was in der Ukraine passiert, was in Palästina und so weiter, das kann dazu führen, dass wir zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen müssen. Und deswegen ist das natürlich mehr Investitionen, Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein viel zu kleiner. Und wir müssen jetzt beginnen, nicht irgendwann, damit bei den Menschen in den Kommunen etwas ankommt. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ja schon fast ein Konsens, wenigstens in der Zielrichtung. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich. Es hätte noch viele Themen gegeben, die wir hätten besprechen können, die auch zum Gesamtthema gepasst hätten. Das werden wir dann zu gegebener Zeit nachholen. Ich gehe davon aus, dass das Thema uns erhalten bleibt.
Ansonsten fällt mir ein, dass, was ich mal auf einer Postkarte gelesen habe, die Phönizier haben das Geld erfunden, leider nicht genug. Und das gilt, glaube ich, auch für die Staatseinnahmen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die, bedanke mich bei Ihnen für die angeregte Diskussion und bei Ihnen für das Interesse. Einen schönen Abend. Danke.